Ich will Werkzeugmechaniker werden. IT-Systemkauffrau. Elektroniker. Polizistin. Was mit Handwerk? Mehr in dem Berufsfeld von Altenpfleger oder so. Viele Schülerinnen und Schüler haben eine ungefähre Vorstellung von ihrem Traumberuf. Aber welche konkreten Wege gibt es, um die persönlichen Ziele zu erreichen? Bei dieser Frage setzt die Veranstaltung Berufliche Bildung deine Chance an. Um hier Orientierung zu geben, stellt sich Bayerns Wirtschaftsministerin Ilse Aigner den Fragen der Schülerinnen und Schüler persönlich. Mir ist es immer besonders wichtig, direkt in Kontakt zu kommen, auch Ihre Fragen beantworten zu können und vor allem dafür zu werben, dass die berufliche Qualifikation für Sie eine hervorragende Ausgangsbasis ist, wo Sie Ihr Leben gestalten können. Wie diese Gestaltungsmöglichkeiten genau aussehen könnten, erfahren die Schülerinnen und Schüler im direkten Gespräch mit den Unternehmen. Ich finde den Kontakt super heute. Also es ist ein reges Interesse. Mein Tisch ist schon voll besetzt mit lauter Backwaren, wo die Schüler gemacht haben. Also wir haben voll Interesse daran und ich finde es super einfach. Für uns als Unternehmen ist es natürlich sehr wichtig, sich zu zeigen. Man kann sehr viele Kontakte knüpfen, man kann den Bekanntheitsgrad enorm steigern. Und in meinem Fall, ich kann der Jugend nur Tipps geben für den Weg in die Zukunft. Rausfinden können, was interessiert mich nicht, wo könnte ich ein Praktikum machen, wo könnte ich anfangen. Ja, für die Ausbildung, duale Ausbildung, Studio, wie das abläuft, wie lange das dauert und wie viel man verdient. Ich fand es gut, weil man wirklich den Einblick in der Region gesehen hat. Es waren ja wirklich Firmen, die in der Region ansässig waren. Dieser direkte Austausch ist für beide Seiten ein großer Gewinn. Ja, für Bayern ist es eigentlich letztendlich die Zukunft. Wir brauchen die Fachkräfte auch in der Zukunft und vor allem die hochausgebildeten Fachkräfte. Deshalb ist es sehr wichtig, dass hier gerade alle Firmen vertreten sind, alle Gewerke vertreten sind, die Kammern vertreten sind, aber natürlich auch der Arbeitskreis Schule Wirtschaft sich hier unglaublich einbringt. Und nicht zuletzt wollen wir auch an die Eltern herankommen, die am Abend dann beim Programm dabei sind und ihnen auch die Chancen der beruflichen Bildung nahebringen.